Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidorns Meinung, natürlich mit Alfred Maidorn. Willkommen. Hallo. Wir schauen zunächst mal heute auf SAP, denn der Konzern hat jetzt die deutsche Berichtssaison eingeläutet und wenn wir auf die Aktie blicken, es war offenbar kein guter Auftakt. Ja, das stimmt. Man sieht es ganz deutlich, wir sind so 2 bis 3% im Minus bei SAP. Die vorgelegten Zahlen waren etwas schlechter als erwartet, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und vor allen Dingen bei der Marge, die ist dann doch deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr und das hat auf die Stimmung gedrückt, weil ja auch viele Aktien und auch der DAX insgesamt ja auf einem Rekordhoch waren. SAP war auch kurz davor, die Marke von 100 mal zu knacken oder ein neues Jahreshoch zu machen und da müssen natürlich die Zahlen auch gut werden. Da reicht es eben nicht, wenn man sie zwar ganz gut bringt, aber eben nicht so gut wie gedacht. Auch dass der Ausblick leicht angehoben worden ist, hat nicht so richtig geholfen. Das Cloud-Geschäft lief auch nicht so ganz. Also tatsächlich dieser Rückschlag durchaus berechtigt. Jetzt die große Frage, wie geht es weiter? Wie gesagt, SAP hat den ganzen DAX mit runtergezogen. Ein DAX-Schwergewicht ist natürlich sehr wichtig, logischerweise dann auch für den Index. Kann man diese Leichtverfehlung verarbeiten? Ich glaube schon, dass das gelingt. Denn die Zahlen waren nicht ganz schlecht, aber natürlich die erste Reaktion ist negativ. Aber ich glaube, langfristig oder mittelfristig wird das schnell wieder aufgeholt werden. Denn grundsätzlich, die Zahlen waren okay. Und wir haben ein positives Umfeld insgesamt für die Börse nach wie vor. Wir haben tiefe Zinsen und ich glaube, dass auch SAP dann wieder Fahrt nach oben aufnehmen wird. Vielleicht nicht ganz so schnell wie manch anderer DAX-Wert, aber kein Beinbruch. Okay, wir schauen auf BYD. Auch da hatte man zuletzt das Gefühl, der positive Newsflow reißt ja nicht ab oder will nicht abreißen. Jetzt sehen wir da aber auch heute deutliche Kursverluste eben am Donnerstag. Ist es nur Gewinnmitnahmen oder gibt es eine schlechte Nachricht? Ja, kann man so sagen. Das sind reine Gewinnmitnahmen. Ganz normal nach diesem wirklich wahnwitzigen Höhenflug unterlegt von guten Nachrichten. Aber diese guten Nachrichten gab es eben auch schon zu dieser Zeit. Also man hat quasi alle guten Nachrichten auf einmal verarbeitet und vielleicht ist man ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, kurzfristig zumindest. Und wir könnten jetzt durchaus nochmal sogar in Richtung 7 Euro gehen. Das ist möglich in einer solchen Korrekturphase, aber es ändert überhaupt nichts an den langfristig hervorragenden Perspektiven für BYD als weltgrößter Hersteller von Elektroautos in China dabei. Ich kann alles nochmal aufzählen, Busse, was man alles noch macht. Also alles toll, nur die Aktie im Moment nicht und das ist, glaube ich, ein temporäres Phänomen, was sich wieder beheben wird, denn es ist auch schon ganz gut, wenn man mal Luft ablässt, denn sonst wird der Abschlag dann umso größer. Also vielleicht sind wir jetzt schon am Ende der Korrektur, vielleicht geht es nochmal 7,57 Euro, kann durchaus sein, aber ich bin mir sicher, Jahresende sind wir deutlich über 10 Euro. Behalten wir im Hinterkopf die 10 Euro bei BYD und schauen auf Tesla. Da gab es jetzt die Gerüchte oder Spekulationen, dass die Mitarbeiter gar nicht entlassen wurden wegen ihren schlechten Leistungen, wie es ja offiziell hieß, sondern dass vielleicht Kosteneinsparungen hier dahinter stecken könnten. Geht Tesla vielleicht überspitzt gesagt das Geld aus? Nein, sicherlich nicht. Also ich meine, eigentlich ist es ja für die Aktionäre gut, wenn man Kosten spart. Es ist ja in der Regel auch immer so, dieses doch moralisch verwerfliche Verhältnis, wenn Unternehmen Mitarbeiter lassen, dass dann die Aktienkurse steigen. Man sieht es auch bei Tesla, das hat der Aktie überhaupt nicht geschadet. Und letztendlich wird es Tesla nie genau sagen, warum man die Mitarbeiter wirklich entlassen hat. Tatsächlich war es gut 1% der Belegschaft. Mitarbeiter werden immer ausgetauscht. Klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber es ist ja nun mal so, Tesla stellt unterm Strich mehr neue Mitarbeiter ein, weil man eben wächst. Und daher ist das eigentlich ein Non-Event gewesen für die Aktie. Wichtiger ist, und das ist das Entscheidende bei Tesla, es geht ums Model 3 und da muss man mal abwarten, wie das jetzt weiter vorangeht. Zunächst gab es immer diese Enttäuschung mit den sehr niedrigen Produktionszahlen und ob man jetzt die Probleme in den Griff bekommt und dann im nächsten Jahr auch wirklich massiv die Produktion hochfahren kann. Darum geht es, das ist das Entscheidende, dass wir den Kurs bewegen. Und da im Moment da von dieser Seite nichts Neues kommt, sieht man auch hier, die Aktie bewegt sich auch kaum, hält das hohe Niveau und ich bin guter Dinge, dass wir auch hier dieses Jahr noch neue Höchststände sehen. Da warten wir jetzt halt noch, bis es dann die Neuigkeiten, spannenden Neuigkeiten gibt, die dann wirklich kurstreibend sind. Genau. Wir schauen auf Jinko Solar, ist ja auch das öfter mit dabei. Gibt es denn hier aktuelle Neuigkeiten? Auch nicht. Heute gibt es überhaupt nichts Neues. doch bei SAP. Ja, doch, bei SAP, da gab es schon was. Also bei Jinko Solar im Moment auch so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, also die Luft ist erstmal raus. Dieser Höhenflug, der ist jetzt in eine Seitwärtsbewegung gegangen. Die Aktie hat es geschafft, dieses Niveau hier so halbwegs zu verteidigen. Es ist wirklich absolut ruhig geworden, aber ich glaube, auch hier ist es nur der Frage der Zeit, bis die Branche wieder in den Fokus kommt, denn die Aussichten sind weiterhin gut. Es belastet nach wie vor diese unsichere Situation in den USA, was da jetzt mit möglichen Strafzöllen passiert, aber ich wiederhole mich da auch gerne nochmal, das betrifft Jinko Solar nur am Rande, weil man eben nicht so viel in die USA liefert. Also auch hier, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis die Aktie wieder Fahrt aufnimmt.
Auch beim nächsten Wert, den wir uns anschauen, gibt es Nachrichten tatsächlich. Gilead hast du uns noch mitgebracht und die Aktie ist heute am Donnerstag deutlich im Plus. Ja, gestern in den USA kräftig zugelegt. Das lag daran, dass man eine Zulassung bekommen hat für eine Krebsimmuntherapie und die hat Gilead zwar bekommen, aber eigentlich war es Kite Pharma. Das ist die Firma, die man gerade erst übernommen hat. Und darauf hatte man auch so ein bisschen spekuliert. Und das soll Gilead auch helfen, wieder mehr Umsatz zu generieren. Und ja, das ist eine schöne Nachricht. Und das zeigt auch, dass diese Übernahme wohl richtig war. Vielleicht hat man auch schon vorher geahnt, dass die Zulassung wohl kommen wird. Kann man davon ausgehen. Man hat ja auch viel Geld dafür bezahlt. Ich glaube, 11 oder 12 Milliarden Dollar unterm Strich. Also das hat sich schon mal ausgezahlt. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, dass hier vielleicht auch sogar mal dieses mehr Wochen- oder mehr Monatshoch nach oben genommen werden kann. Denn ja, alles in Ordnung. Am Dienstag, wir schauen jetzt auf Medigene. Hast du ja gesagt, man soll eher auf Medigene setzen als auf Evotec, wenn wir jetzt auch Gilead da noch mit reinnehmen. Auf wen sollen wir denn jetzt am allerersten setzen? Ja, das war jetzt auch so ein bisschen der Aufhänger für Medigene, denn Medigene macht was ganz Ähnliches wie Gilead oder besser gesagt wie Kite Pharma. Kite Pharma macht ja diese CAR-T-Zellen-Immuntherapie. Medigene macht TCR. Das ist, viele Experten sagen, das ist die bessere Technologie sogar. Man ist eben nur noch nicht so weit. Man ist von der Zulassung noch relativ weit entfernt. Aber nichtsdestotrotz zeigt jetzt diese Zulassung von Kite Pharma respektive Gilead, dass das funktioniert. Und das dürfte auch dem Kurs von Medigene helfen. Denn tatsächlich ist Medigene auch ein Übernahmekandidat und ist natürlich deutlich günstiger zu haben. Statt 11 oder 12 Milliarden zahlt man hier nur 250, 270 Millionen. Also das ist durchaus möglich, dass hier schnell wieder Übernahmefantasie aufkommt, wenn weiterhin gute Nachrichten kommen aus diesem Bereich Krebsimmuntherapie, wo ja Medigene ganz vorne mit dabei ist. Also würdest du Medigene als Favorit bezeichnen? Ja, natürlich sehr spekulativ und wie man sieht es ja auch hier, es wird hier bald mal eine Entscheidung geben. Mhm. Fragt sich nur, in welche Richtung hier, da. Die Entscheidung gibt es genau am 3. November. Oh, da müssen wir wieder auf die Aktie klicken. Genau. Das ist, glaube ich, am Wochenende. Naja, wir schauen mal auf Millennium Lithium zum Schluss noch. Da sehen wir jetzt auch ein deutliches Plus. Heute am Donnerstag. Kann man einen Grund benennen, oder? Auch hier gibt es eigentlich keinen Grund. Man kann jetzt sagen, wieso gibt es für sowas keinen Grund? Also tatsächlich, Millennium Lithium war lange Zeit zwar im Fokus, also in meinem Fokus zumindest. Es war auch ist auch seit über einem Jahr eine Position in meinem E-Mobility-Depot. Es gab auch hier schon jede Menge gute Nachrichten, aber tatsächlich kam dann hier noch so ein bisschen Übernahmefantasie dazu, dann die Aussicht auf die Ressourcenschätzung, die wahrscheinlich im November vorliegen wird. Und alles zusammen hat dann so eine Eigendynamik entwickelt, die den Kurs jetzt sogar nochmal auf ein neues, nicht Rekordhoch, die Aktie war schon mal ein bisschen höher, aber auf ein über ein Jahreshoch getrieben hat. Natürlich auch hier, so kann das nicht weitergehen, keine Frage. Auch hier wird es eine Korrektur geben. Ich habe auch heute mal einen Teil der Position verkauft aus dem Depot, um ein paar Gewinne zu realisieren. Das sind immerhin über 100%. Aber nichtsdestotrotz langfristig, und langfristig damit meine ich so auf Sicht sogar nur vielleicht 3 bis 4 Monate, wenn diese Ressourcenschätzung kommt und die wirklich gut ausfällt, dann sehen wir auch deutlich höhere Kurse. Aber eben jetzt gerade ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, hier einzusteigen. Okay, gut. Das war's für heute. Besten Dank, Alfred, für deine Einschätzungen. Gerne. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.